Hallo liebe Eltern, hallo liebe Kinder, hier ist wieder euer Armin Wolf vom Armin Wolf Laufteam. Unser Kindertrainingsprogramm für zu Hause läuft auf Hochtouren und ihr macht super mit. Wir haben ein Riesenfeedback, ihr habt uns viele Bilder geschickt, wie ihr trainiert. Ich finde das einfach super. Jetzt steht die nächste Trainingseinheit auf dem Programm. Auf geht's! Hallo liebe Kinder, ich bin die Kirsten und bin Läuferin im Armin Wolf Laufteam. Wir machen heute gemeinsam ein kleines Sportprogramm. Hierfür benötigt ihr eigentlich gar nicht viel. Ein kleines Geschirrhandtuch, normales Handtuch, was auch immer ihr zur Hand habt. Ein Ball oder irgendwas ähnliches, was ihr gut in der Hand halten könnt. Und wen ich heute mit dabei habe, weil der Fridolin leider ein bisschen Muskelkater hat und sich heute einmal ausruhen möchte, ich habe den Mario mit dabei. Der Mario, der war schon in Rio de Janeiro 2016 bei den Olympischen Spielen mit dabei. Und er wird heute ein Auge auf unser Programm werfen. Zuallererst wärmen wir uns einmal auf. Stellt euch dazu hin. Richtet euch gut gerade auf. Dreht euch hin und her. Schön den Oberkörper mitnehmen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und bewegt euren ganzen Körper mit Schwung. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Lockert euch einmal gut aus. Stellt euch nun in Schrittstellung auf. Nehmt die Arme auf die Hüften und das hintere Bein senkt sich ab zum Boden. 8-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und unten kurz halten. Super. Und aufs andere Bein wechseln. Wieder 8 auf der anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und unten wieder kurz halten. Perfekt. Super. Somit sollte euch ein bisschen warm geworden sein. Nehmt nun euer erstes Hilfsmittel zur Hand. Das Handtuch, das Geschirrtuch, was auch immer ihr genommen habt. Stellt ein Bein drauf. Verlagert das Gewicht auf das Bein, auf dem nicht das Handtuch ist und schreibt die Zahlen von 1 bis 9. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9. Wechselt nun auf das andere Bein. 1. Versucht gerade zu bleiben. 2. Den Rumpf anzuspannen. 3. Und so wenig wie möglich zu wackeln. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perfekt. Der Boden ist somit auch schon ein bisschen gewischt. So, nun geht's weiter auf den Bauch. Legt euch auf den Bauch. Nehmt entweder euer Kuscheltier oder euren Ball oder ähnliches zur Hand. Streckt die Arme aus und führt den Ball hinter dem Rücken zusammen. Zur anderen Hand. 10-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und in die andere Richtung 10-mal. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Übung. Ich nehme jetzt den Mario zur Hand. Ihr könnt aber auch das Tuch zwischen die Beine legen, den Ball, was ihr wollt. Ich drehe mich ein bisschen zur Seite, dass ihr mich besser sehen könnt. Ihr lehnt den Oberkörper zurück, stützt euch leicht auf, macht beide Beine auf eine Seite und wechselt die Seiten. Spannt den Bauch gut an und bewegt die Beine von der einen zur anderen Seite. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Perfekt, super. Das war's von mir für heute. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den nächsten Videos in den nächsten Tagen. Macht's gut. Tschüss.